Ein Stern frisst seinen Planeten. Das klingt doch ein wenig abwegig. Sterne sind doch eigentlich Lichtgestalten, wie Harald Lesch gerne sagt. Sie erfreuen unsere Welt doch mit Licht und mit Energie. Da kommt man doch da nicht darauf, dass diese Planeten sich ganz anders mit dem Stern verhalten können. Dass der Stern diese sogar auffressen kann, wenn man so will. Wir schauen uns einen Stern an, der 450 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. RWAUA. Und dieser Stern hat eine ganz besondere Ähnlichkeit mit unserer Sonne. Von kleinen Unterschieden ist diese Ähnlichkeit enorm. Ein Unterschied wäre aber hier, dass er eben erst vor wenigen Millionen Jahren entstand. Dennoch könnte eine neue Sonne werden, mit neuen Planeten, dass ein neues Planetensystem geschaffen wird, um diesen Stern herum. Dennoch kommt es zu einigen Katastrophen in diesem System. Da fragt man sich, was ist da los? Man untersucht das Licht des Sterns, um dessen Alter herauszufinden. Und so erkannte man eben erst, dass er vor wenigen Millionen Jahren entstanden sein musste. Genauer gesagt kann man sogar sagen, in welcher Phase der Stern ist. Tetauri-Phase nennt man das. Der Stern wurde erst geboren, vor wenigen Millionen Jahren, hört sich vielleicht viel an für Menschen, für einen Stern ist das fast nichts. Der Stern wurde also geboren und die Kernfusion im Inneren hat schon stattgefunden, beziehungsweise hat schon angefangen. Die Umgebung allerdings um den Stern herum ist doch nicht so geordnet, wie es sein sollte oder wie es in unserem Sonnensystem vorzufinden ist. Es gibt noch eine Gas- und Staubscheibe. Und vergleicht man dieses System um RWAUA nur mit anderen Systemen, erkennt man, dass da andere Sachen passieren. Es gibt ein gleiches Stern wie RWAUA, der in der gleichen Phase ist, das heißt auch in dieser T-Tauri-Phase. Und was kann da generell passieren in dieser Phase? In dieser Gas- und Staubscheibe können sich Lücken bilden. Diese Lücken werden durch Planeten gerissen, das heißt durch Planeten, die sich eben noch bilden, das heißt, die sich in der Zeit befinden, während diese ihre eigene Materie noch versammeln und sich dadurch größer machen. Diese Planeten sollen sich dann auf kreisrunden Bahnen um die Sonne, also um diesen Stern, bewegen. Was passiert aber in der Nähe dieses Sterns? Da kann doch eigentlich gar keine Planetenbildung stattfinden, oder? Auch hier untersucht man die Veränderung des Sternlichts und da hat man eine sehr deutliche gefunden. Es gab 10-mal mehr Eisen auf einmal als vor wenigen Jahren bei RWAUA. Und dieses Eisen konnte man überhaupt nicht im Spektrum sehen. Wir haben es mit einem Röntgenteleskop extra untersucht und das mehrere Male. Und man konnte sich nicht erklären erstmal, woher dieses Eisen kam. Natürlich kommen jetzt hier einige wahrscheinlich und sagen, ja, ein Stern, der macht Kernfusion und der bringt Elemente aus ihm raus. Genau. Und das geht auch mit Eisen eigentlich, denn wie wir wissen, ein Stern kann bis hin zu Eisen produzieren, danach wird es für ihn zu schwer, danach geht das nicht mehr. Doch dieses Eisen würde bei RWAUA, bei dieser Besonderheit, niemals in die Atmosphäre gelangen. Im Inneren, im ganz Inneren dieses Sterns, könnte Eisen entstehen, aber niemals so viel, dass es bis in die Atmosphäre hervordringen würde. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Planetesimale müssten also in den Stern gefallen sein, das heißt Planetesimale, anfängliche Planeten, also kleine Brocken, so eine Art könnt ihr euch das vorstellen. Und diese waren zu nah am Stern, sodass die Sonne die quasi angezogen hat, ne, Gravitation, nicht abschaltbar, auch da funktioniert sie. Das heißt, diese Planetesimale, diese jungen, ganz jungen Planeten, müssten in den Stern gefallen sein und ihm so zusätzliches Eisen verschafft haben. Denn diese Planetesimale hatten eben schon Eisen, entweder im Kern oder auf der Oberfläche. Und so ist auch RWAUA mit unserer Sonne vergleichbar. Denn auch unsere Sonne hatte mal diese Phase, diese T-Tauri-Phase oder auch die junge Phase unserer Sonne genannt. So könnte man RWAUA als Zwillingsstern unserer Sonne fast sehen. Heute ist sie 4,5 Milliarden Jahre alt. Doch rechnet man zurück, kommt man auf genau dasselbe Ergebnis. Denn diese Prozesse, die da stattfinden, in diesen Rissen in der Gas- und Staubscheibe, die gab es auch damals bei uns, bei unserer Sonne. Solche Prozesse führen eben dazu, dass sich die Luft generell in diesem ganzen System reinigt und dieser Staub der Sternentstehung sich langsam legt. Der Stern bläst eben quasi die Scheibe weg, so könnt ihr euch das vorstellen. Dadurch verliert sie auch ein bisschen Drehimpuls, das ist aber nicht so wichtig. Das ist quasi der Weg aber eines Sterns zu einem richtigen, zu einem großen Brocken, zu einem großen Stern. Und dann würde auch zugelassen werden, dass sich Planeten bilden können. Die Scheibe breitet sich also von dem Stern weg, also breitet sich aus.
Dabei zerstört sie kleinere Dinge und auch beispielsweise eben diese Planetesimale. Das heißt, es ist ganz natürlich an einem solchen System. Es sieht natürlich ein bisschen komisch aus, weil man dann diesen Planeten und diesen Stern jetzt im Moment genau betrachten kann. Deswegen spricht man davon, dass die Sonne diesen Planet gefressen hat. Es geht ja um diese Scheibe, die sich ausbreitet. Und das, was dann wirklich übrig bleibt, diese großen Brocken, diese riesigen Brocken, das sind die Planeten, die übrig bleiben. Und so war es auch damals bei unserer Erde. Gäbe es da mehrere Zusammenstöße oder kleinere auch, dann wäre unsere Erde nicht heute so, wie sie ist. Und das ist was ganz Besonderes. Denn RWAOA bekommt vielleicht auch eben so hinterbliebene Brocken, die sich dann zu richtigen Planeten ausbilden können. Vielleicht bekommt RWAOA sogar eine neue Erde. Und das ist diese Riesenähnlichkeit mit unserer Sonne.